Wer als Trader oder Investor erfolgreich sein will, braucht auch das nötige Werkzeug. Unbedingt dazu gehört ein geeigneter Screener, mit dem man passende Setups finden kann. Egal, ob du Aktien, Forex oder Krypto handeln willst, ich zeige dir einen Screener, der hierzulande fast unbekannt ist, aber alle diese Märkte abdeckt. Welcher das ist, mehr dazu nach dem Intro. Hallo, mein Name ist Thomas Blees und ich bin seit 15 Jahren als Trader und Investor aktiv. Inzwischen bin ich nachhaltig erfolgreich und will durch meinen Kanal und meine Online-Kurse helfen, dass du das auch schaffst. Den Screener, den ich meine, findest du unter der Internetdomain centralcharts.com/de. Wenn du hier oben in der Mitte auf Marktscanner klickst, dann siehst du bereits ein Dropdown-Menü und kriegst eine Vorstellung davon, was dieser Screener alles für Möglichkeiten abdeckt. Wir sehen hier links einmal die Central Patterns, also zentrale Chart-Pattern. Wir kommen gleich zu den einzelnen unterschiedlichen Möglichkeiten, die wir hier absuchen können. Dann haben wir hier Kerzenformationen. Wir haben die Möglichkeit, nach bestimmten Indikatoren zu screenen, nach Kurslücken, nach auffälligen Volumenmustern und nach neuen Hochs oder neuen Tiefs. Lass uns erstmal hier als Beispiel in die Central Patterns reingehen und dann suchen wir hier nach und nach die anderen Optionen auch mal ab. Gehen wir hier erstmal in die erste, die uns angeboten wird. Kanal Widerstand wird gebrochen, einfach damit du mal siehst, wie das Ganze hier aufgebaut ist. Wenn wir hier draufklicken, dann öffnet sich die nächste Seite und dann haben wir hier diesen Marktscanner nochmal mit einem Dropdown-Menü und können also auch hier schnell wechseln von einzelnen Formationen über Kerzenformationen, Indikatoren, Volumen, neuen Hochs und Tiefs und Kurslücken. Und das Schöne ist, wir können das hier in unterschiedlichsten Zeiteinheiten machen und sogar Daytrader kommen hier auf ihre Kosten. Man kann nämlich runtergehen bis auf Chartpattern, die auf 1 Stunden- oder 15-Minuten-Ebene angezeigt werden. Und jetzt haben wir die Möglichkeit hier, wenn wir mal dabei bleiben, Widerstand, Kanal wird gebrochen. Einmal können wir hier auf dem Dropdown nochmal gucken, was wir hier alles für Einzelheiten haben. Die wollen wir jetzt nicht alle durchgehen. Wir machen das jetzt hier mal exemplarisch mit diesem Kanal. Hier hast du die Möglichkeit, eine Kursliste auszuwählen. Und jetzt kommen wir zu der angesprochenen Vielfalt. Ich gehe jetzt hier mal auf Löschen. Und jetzt siehst du hier bei diesem Dropdown-Menü, wie viele Märkte hier abgedeckt werden mit diesem Scanner. Das ist wirklich erstaunlich. Eine solche umfangreiche Liste habe ich eigentlich bei keinem anderen Scanner, der kostenlos verfügbar ist, bisher gesehen. Lass dich nicht irritieren von dem Meine Listen. Das sind Listen, die ich selber angelegt habe, nachdem ich hier ein kostenloses Konto angelegt habe. Das musst du aber nicht machen, um diesen Scanner nutzen zu können. Du siehst hier verschiedene Indizes. Deutschland, Europa, Frankreich, Niederlande, Portugal, Schweiz, also alle möglichen Länder, sogar Volatilitätsindizes. Du kannst Rohstoffe screenen, du siehst die wichtigsten Währungspaare bis hin zu den ungewöhnlichen Währungspaaren, also hier 128 Stück. Du kannst nach Kryptowährungen dir den Screener konfigurieren. Du hast die Aktienmärkte von Australien, Belgien, Deutschland, Europa, Frankreich, UK, Portugal, Schweiz, Spanien, USA und alle möglichen anderen Märkte noch. Du siehst, das ist unglaublich umfangreich. Wir nehmen jetzt hier mal nur zu Illustrationszwecken den großen amerikanischen Markt und nehmen mal hier den New York Stock Exchange Aktien. Und jetzt siehst du schon, wenn wir hier bleiben, Widerstand, Kanal wird gebrochen, haben wir gesucht. Da kriegen wir schon alleine auf der Tagesebene 137 Trading-Signale. Natürlich müssen wir die alle jetzt, oder nicht alle, aber die, die uns interessieren, der Reihe nach einfach dann anschauen und auswerten. Und jetzt gucken wir uns erstmal an, was wir hier sehen. Wir sehen hier links angezeigt die entsprechende Aktie in diesem Fall. Hier wird der Name genannt. Wenn du hier den Cursor drüber hältst, siehst du schon einen ersten kleinen Chart und kannst schon auf Anhieb beurteilen, ist das möglicherweise ein Setup, was für mich interessant sein könnte. Also hier einfach mal reinschauen und dann siehst du schon auf den ersten Blick, ob das was sein könnte. Es wird aber hier auch nochmal erklärt, symbolartig hier mit einem parallelen Kanal, der angezeigt wird, mit einem Ausbruch nach oben. Hier wird nochmal erklärt, Typ Bullish, die Zeiteinheit, auf der wir uns befinden und nochmal das Signal, Widerstand, Kanal wird gebrochen. Jetzt können wir uns den Chart aber hier auch nochmal groß anzeigen lassen, indem wir hier Mitte, in der Mitte auf dieses Charting-Symbol gehen. Und jetzt öffnet sich in der Software Pro Realtime, die hier hinterlegt ist, der entsprechende Chart dieser
Aktien. Jetzt sind hier auch schon, wie du siehst, einige Linien eingezeichnet. Damit muss man dann allerdings ein bisschen vorsichtig sein. Wir sehen hier tatsächlich ein, zwei Kanäle, einen hier am oberen Rand, wo der Kurs nun reinläuft. Da könnte man sagen, okay, das wäre vielleicht ein Setup, das muss dann jeder für sich entscheiden. Ein bisschen schwierig ist es ehrlich gesagt, das finde ich hier nicht so glücklich gelöst. Wenn man Indikatoren hinzufügen will, dann ist das zwar relativ einfach, man geht hier oben auf die Indikatoren und kann dann hier unter einer Vielzahl von Indikatoren beispielsweise den Relative Strength Index auswählen. Das ist ja schon noch ganz gut gemacht. Was ich aber dann weniger gut finde, ist, dass man diesen Chart hier nicht oder diese Chartvorlage nicht abspeichern kann. Da habe ich zumindest noch keine Lösung gefunden, wie das geht. Du hast aber hier die Möglichkeit, dann auch in verschiedenen Zeiteinheiten bis runter auf einen Tick oder eine Sekunde, was natürlich Quatsch ist, dir den Chart anzeigen zu lassen und entsprechend dann auf verschiedenen Zeitebenen deine Analyse zu machen. Das ist also schon mal ganz schick. Jetzt könnten wir aber auch hier nach Kerzenformationen mal schauen, wählen uns hier eine Liste aus. Nehmen wir einfach mal Forex-Pärchen. Die Hauptpaare gehen hier in die Stundenanzeige oder Analyse rein und lassen uns mal anzeigen, was er hier findet. Wir haben hier, was haben wir denn hier zum Beispiel? Das Pfund gegen den kanadischen Dollar. Das sagt er, er hat ein Doji gefunden. Dann können wir uns das hier anzeigen lassen auf dem Chart und gucken mal. Ja, da hat er ein Doji. Das ist so eine unentschiedene Kerze. Also du siehst, du kannst hier eine ganze Menge screenen, kannst dann hier auch wieder in die tiefere Analyse gehen der Zeiten. Was haben wir hier noch für Indikatoren? Interessant wird es dann, wenn wir hier oben auswählen, beispielsweise die Indikatoren. Zeiteinheit gehen wir jetzt der Einfachheit halber mal auf täglich. Und jetzt können wir hier gucken, da gibt es eine ganze Menge verschiedene gleitende Durchschnitte, die sich kreuzen. Wir können hier den Supertrend auswählen. Das ist ein sehr zuverlässiger Indikator. Lass uns den mal nehmen. Und jetzt gehen wir hier wieder in die Aktien rein, weil dann kriegen wir mehr angezeigt als bei den Forex-Pärchen. Gehen wir hier auf eine Aktienliste. Machen wir mal Deutschland MDAX und gucken mal, ob wir hier Supertrendsignale angezeigt bekommen. Einmal bei Knorr Bremse. Können wir hier wieder auf den Chart gehen. Und jetzt ist der Supertrend hier wieder auf grün gewechselt. Das ist immer ein ganz guter Indikator, den ich auch gerne verwende. Und hier hat sich also potenziell ein neuer Aufwärtstrend entwickelt. Wie du damit umgehst, das musst du dann natürlich selber entscheiden. Wie gesagt, es funktionieren nicht alle Screening-Möglichkeiten gleich gut. Das habe ich feststellen müssen. Was beispielsweise leider nicht so gut funktioniert, sind hier solche Geschichten wie bärische oder bullische Divergenz. Lass uns das mal checken, ob wir hier was angezeigt bekommen, vielleicht nicht unbedingt im MDAX, sondern bei den amerikanischen Werten. Da haben wir eine größere Auswahl. Gehen wir hier mal auf den amerikanischen Markt wieder, Non-Tech 200. Dann können wir mal checken, ob hier das mit der bullischen Divergenz stimmt. Gehen wir hier mal in Air Products and Chemicals. Die kenne ich zwar nicht, die Aktie. Und jetzt müssten wir hier eine bullische Divergenz angezeigt bekommen. Doch tatsächlich, da funktioniert sogar. Das ist der Vorführeffekt. Wir haben hier einen niedrigeren Preis als hier, aber hier unten im CCI haben wir eine positive bullische Divergenz. Also insofern wäre hier mit einer Kursumkehr zu rechnen. Insofern haben wir da tatsächlich mal einen Treffer gelandet und diese Divergenzen sind sehr zuverlässig. Also ich trade da sehr gerne mit und ich kenne auch keinen anderen Scanner, der so umfangreich dir die Möglichkeit gibt, hier nach Divergenzen zu screenen. Und sowohl im CCI als auch beim MACD beispielsweise, siehst du, hier gibt es Divergenzen, beim RSI gibt es Divergenzen. Also spiel einfach mal ein bisschen rum. Das ist jedenfalls ein Screener, der hierzulande so gut wie unbekannt ist, aber wirklich sehr viele Möglichkeiten für uns offen hält. Und was ich jetzt noch vergessen habe zu erwähnen, du kannst auch, wenn du hier so einen Chart geöffnet hast, Folgendes machen. Du kannst hier unten dann auf Central Charts Plattform klicken. Und dann öffnet sich nochmal ein neues Fenster, in der du dann noch tiefergehende Informationen findest, beispielsweise hier historische Daten, wie hat sich diese Aktie entwickelt, wie sehen hier bestimmte Indikatoren aus, was war das Hoch, was war das Tief. Hier rechts kannst du Listen anlegen, wenn du dir einen kostenlosen Account angelegt hast und kannst dir dann entsprechende Listen abspeichern und entsprechende Screenings, sodass du also dann auch noch effizienter deine Screenings durchführen kannst. Schau dir diese Central Charts Geschichte einfach mal an. Ich finde sie angesichts der Tatsache, dass es ein kostenloses Tool ist, erstaunlich umfangreich
Und ich muss sagen, soweit ich weiß, kennen die wenigsten diese Möglichkeit. Guck also mal rein, hinterlass mir gerne deinen Kommentar, was du von diesem Screener hältst. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann hinterlass mir bitte ein Like, abonniere bitte meinen Kanal, das hilft mir sehr bei der Weiterentwicklung und der Erstellung weiterer solcher und anderer Videos. Herzlichen Dank dafür.